Jedes Jahr werden in Deutschland rund 55.000 Kindeswohlgefährdungen festgestellt. Ingo Lenzen und sein Team eilen der 21-jährigen Jill Möller zu Hilfe. Nein, wir können es auch ohne die Polizei klären, bitte. Nein, ich habe gerade langsam hier ständig bekommen. Gut, dass Sie da sind. Mein Name ist Lenzen, ich bin der Anwalt von Frau Möller. Genau, ich hatte Sie angerufen. Ja. Wieso wollen Sie Polizei? Was ist los? Ich wurde schon wieder beklaut, tagtäglich. Ich kenne die Familie sehr lange im Kiez. Es reicht ja langsam. Okay. Ich habe ja so oft ein Auge zugedrückt. Pass auf. Ich bin Ihr Anwalt, habe ich ja gerade schon gesagt. Wollen Sie vielleicht mal kurz mit mir in meinem Amt sprechen, mit meinem Kollegen? So machen wir es. Erklären Sie mal ganz kurz, was denn passiert? Ihre Geschwister haben hier gestohlen. Ja, genau. Ich war auf dem Weg zur Arbeit. Ja? Ich bin Erzieherin. Halt! Stopp. Und dann sehe ich, wie die hier aus dem Laden rausrennen. Der Besitzer hinterher packt die, brüllt die an. Und ich habe natürlich gefragt, was los ist. Ja? Ihr habt geklaut? Sag mal, warum? Weil Mama uns seit 2 Tagen nichts mehr zu essen gegeben hat. Wie alt sind die? 9 und 7 Jahre. So, und die haben Hunger und gehen deshalb hier hin? Meine Mutter ist Alkoholikerin. Sie gerät auch oft an falsche Männer und kümmert sich einfach nicht um die beiden. Jetzt vor kurzem hatte sie eigentlich eine relativ gute Phase und ich bin ausgezogen. Okay, Sie wohnen da nicht mehr? Nee, ich wohne jetzt mit meinem Verlobten zusammen. Ja, was wollen Sie denn jetzt machen? Ich würde gerne meine Geschwister zu mir holen. Zu mir und meinem Verlobten. Wie alt sind Sie denn? Ich bin 21. Ich habe jetzt auch eine Ausbildung zur Erzieherin angefangen. Ja. Und mein Verlobter steht auch hinter mir. Der wird das stützen? Ja, meine Mutter ist keine Ansprechpartnerin für die beiden. Das war schon immer ich. Und mein Verlobter, der liebt die beiden genauso sehr wie ich. Okay, wo sind denn die Kinder jetzt? Die habe ich jetzt zur Schule geschickt. Okay, gut. Und Sie, müssen Sie zur Arbeit? Ja, aber ich kann Ihnen den Vorschlag machen, dass ich bei der Arbeit anrufe und dann heute nicht hingehe. Und ich zeige Ihnen einfach die Situation mal bei meiner Mutter, dass Sie sich mal ein eigenes Bild machen können. Okay. Und Sie würden sich das zutrauen mit den Kindern? Ja, ich habe auch wirklich die Unterstützung von meinem Verlobten. Und ich war schon immer deren Ansprechpartnerin. Gut, dann helfe ich Ihnen. Danke. Dann reden wir jetzt erstmal mit dem Späti-Besitzer, dass der vielleicht mal die Polizei aus dem Spiel lässt. Sie rufen vielleicht bei Ihrer Arbeitsstelle an, fragen, ob das klappt. Ja? Ja. Und dann fahren wir danach zu Ihrer Mutter, wenn ich das da Danke. Perfekt. Ja? So machen wir das. Danke. Kinder, die aus Hunger stehlen? Mit vollem Herzen ist der Anwalt sofort im Einsatz. So, und? Was machen wir? Polizei holen. Komm, wir gehen mal rein. Komm. Also, ich habe sehr oft ein Auge zugedrückt. Aber jetzt reicht's also irgendwann. Jetzt haben Sie keine Lust mehr, wollen die Situation nicht mehr so tolerieren. Es geht nicht um die Lust hier, sondern ich muss auch überleben. Okay, also, jetzt pass auf. Die Kinder sind 7 und 9 Jahre alt, wie ich höre. Nicht strafmündig. Das heißt, von der Polizei haben Sie überhaupt nichts. Gar nichts. Hilft Ihnen nichts. Ich verspreche Ihnen, ich rede mit den Kindern. Ich rede mit den Kindern, kümmere ich ein bisschen drum. Und was Ihnen vielleicht was hilft, ist, da ist meine Karte. Wenn Sie mal eine juristische Frage haben, können Sie mich anrufen. Kostet dann auch nichts. Okay. Dafür lassen wir jetzt die Polizei aus dem Spiel. Einverstanden? Bin einverstanden. Deal? Wunderbar. Guter Mann. Also, alles klar, so machen wir es. Ja? Schönen Tag also, auch. Also, scheuen Sie sich nicht. Bis danke, dann. Danke. Ciao. Danke auch. Eine Anzeige konnte der Anwalt verhindern. Doch wie ist die Lebenssituation der Kinder? Gemeinsam mit der 21-jährigen Schwester Jill machen sich Ingo Lenzen und Ben Hamtke auf den Weg zur Mutter. Mama. Ja. Guten Tag. Was ist denn hier für ein Lärm? Sag mal, hast du schon wieder Alkohol getrunken? Wie? Ich bin gerade vor meinem Nickerchen aufgestanden. Ich habe keinen Alkohol getrunken. Und wer sind die hier, Bede? Mein Name ist Lenzen, ich bin Anwalt. Ihre Tochter hat mich dazugerufen, weil ihre beiden kleinen Kinder heute Morgen beim Stehlen erwischt worden sind im Späti. Das glaube ich kaum. Das haben sie sich wohl gerade ausgedacht. Nee, habe ich mir nicht ausgedacht. Ja, der Späti-Besitzer auch erzählt. Es war wohl auch nicht das erste Mal. Wie bitte? Die Kinder hatten Hunger. Ja, die kamen doch hier alle. Ich brauch erst mal ein Bier. Das geht ja, nee. Oh, ist du hast es versprochen. Sag mal, wie sieht's denn hier aus? Ach, das war gestern. Alles gut. Großmahlzeit. Ja. Was ist denn hier schon wieder los? Was ist das für ein Lärm hier? Jill, was schläfst du denn für Leute hier an? Tag. Mein Name ist Lenzen, ich bin Anwalt. Das ist Herr Handke, mein Mitarbeiter. Anwalt? Die beiden Kinder, die hier mit Ihnen leben, die sind wohl gerade beim Stehlen in einem Späti erwischt worden, weil sie Hunger haben. Ach, vielleicht als Mutprobe oder Hunger, aber zu essen da. Das wollt ihr? Das sehe ich. Ja.
Na ja, in der Küche ist ja auch noch was. Ja, eben. Ich wüsste ja nicht, was das soll. Ja, aber offensichtlich war das nicht das erste Mal, dass die Kinder vor Hunger gestohlen haben. Das ist doch völliger Unsinn. Was soll das denn Hunger haben? Das ist Quatsch. Also schauen Sie, wir sollten uns wirklich mit dem Problem ordentlich auseinandersetzen. Wisst ihr was? Ich werde die Vormundschaft beantragen. So wie es hier aussieht. Was willst du machen? Du willst die Vormundschaft beantragen? Hast du jetzt eine Vollmeise, oder? Nee, ich glaube, das ist das eins Vernünftige, was sie tun kann. Das hältst du für vernünftig? Was soll denn bitte? Oh. Schon mal ein bisschen Abstand, bitte, ja? Was denn? Er kommt hierher in meine Wohnung, war, reißt hier die Fresse auf in seinem feinen Anzug, bildet sich ein Wunder, wer er ist. Ich bin Anwalt. Ja? Warte mal, wenn wir uns hier nicht einig werden, dann werde ich das Jugendamt bitten, hier hinzukommen und sich das Ganze hier mal anzusehen. Das Jugendamt? Ja. Ja? Jetzt reißt mir aber völlig raus, alle miteinander. Jill, ich bin so enttäuscht von dir, dass du deine Mutter so in den Rücken fällst. Ja? Raus, alle. Sofort. Ja? Unfassbar, was ich hier erleben muss. Ja? Der dominante Freund der Mutter scheint die Kontrolle übernommen zu haben. Der Anwalt handelt sofort und informiert das Jugendamt. Bereits am nächsten Tag gibt es Neuigkeiten. Sarah, hallo. Hi, Ingo. Hi, Ben. Hi, Sarah. Ich habe Neuigkeiten. Und zwar, ich habe gerade erfahren, dass das Jugendamt schon heute mal bei der Moni Müller vorbeischauen möchte. Das ist super. Ganz schnell. Das ist klasse, dass Sie so schnell reagieren. Ich habe gestern auch schon mit den Kindern sprechen können. Das war für mich ein sehr bedrückender Eindruck. Die Kinder, jetzt musst du dir vorstellen, die Kinder fühlen sich völlig alleingelassen. Die Mutter die ganze Zeit besoffen, kümmert sich um gar nichts. Kinder haben Hunger und müssen wirklich für sich selber sorgen. Hier haben wir auf jeden Fall einen ganz krassen Fall von Kindeswohlgefährdung vorliegen. Und dann müssen wir sehen, dass die Jill mit ihren 21 Jahren möglichst schnell die Vormundschaft bekommt, ne? Und Sorgerecht übertragen kriegt. So krass. Also wenn ich daran denke, wie ich mit 21 war, ich war weit davon entfernt, irgendwelche Verantwortung für mich selbst sogar übernehmen zu können. Und sie will es wirklich machen mit den Kiddies. Die ist wirklich zielstrebig und hat wirklich einen guten Eindruck von der. Ja, dass du damals noch nicht so weit warst, habe ich ganz. Ja, ich habe mir ein bisschen Zeit gelassen. Okay. Ich habe letztens irgendwo auch gelesen, dass 1,5 Millionen Deutsche alkoholabhängig sind. Ja. Und davon sind eine ganze Menge Eltern. Wenn wir den Termin mit dem Jugendamt rum haben, melden wir uns bei dir und bringen dich auf den neuesten Stand. Okay? Ja, super. Ja, mach das bitte. Gut, bis später. Ciao. Bis dann, viel Glück, ne? Danke, ciao. Für Ingo Lenzen besonders schmerzhaft. Denn Kinder können sich kaum selbst beim Jugendamt beschweren. Sie sind auf Hilfe angewiesen. Deshalb ist der folgende Termin so wichtig für die fürsorgliche Jill Möller und ihren Verlobten Jan Greiner. Alles gut? Ja, ich hoffe. Werden wir gleich sehen. So wie es da drin aussah beim letzten Mal, kann es gar nicht anders ausgehen als für uns. Ja, Frau Möller, vielen Dank, dass Sie mich so kurzfristig hereingelassen haben. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ja, alles Gute auch für Sie und die Kinder. Danke. Tschüss. Ja, und? Guten Tag, Herr Lenzen. Es tut mir leid. Ich konnte nicht sehen, dass das Kindeswohl gefährdet ist. Was? Ich war jetzt ungefähr eine Stunde bei der Familie. Die Wohnung war aufgeräumt, kein Alkoholmissbrauch liegt vor. Ich habe mich lange mit der Mutter unterhalten und mit den Kindern gesprochen sogar. Die Kinder sagen, sie haben an keinem Zeitpunkt jemals Hunger gelitten. Ihnen geht's gut und ich kann dem Familiengericht, dem werde ich jetzt sagen, dass die Kinder also in der Familie belassen werden sollen. Das wird das Beste für alle sein, denke ich. Entschuldigung, also als ich das letzte Mal drin sah, da sah es aus wie im Schweinestall. Ganz ehrlich, die Kinder haben aus Hunger gestohlen. Da gibt es ja keinen Zweifel dran. Der Lebensgefährte hat mir auch noch gesagt, dass sie die Kinder angestiftet haben zum Klauen, weil sie wohl in der Jugend wohl selber mal einen kleinen Diebstahl begangen haben. Das ist doch Wahnsinn. Das ist eine Geschichte. Das ist. Also vielleicht sollten Sie sich da einfach mal mit Ihrer Mutter noch mal zusammensetzen. Wie soll das da jetzt weitergehen? Wollen Sie die Situation einfach so jetzt lassen? Ich meine, Sie müssen sich mal vorstellen, ich rufe Sie doch nicht umsonst, sondern weil ich bestimmte Erkenntnisse habe. Ich werde die Familie im Auge behalten, ja, soweit das mir möglich ist. Aber ich habe viel auf dem Tisch. Aber ich verspreche Ihnen, ich werde eventuell noch mal spontan vorbeikommen. Vielen Dank. Danke. Sagen Sie. Nicht sein. Also die kriegen wir jetzt im Moment mal nicht überzeugt. Da brauchen wir neues Material. Und dafür werde ich meine Mitarbeiterin, die Sarah Grüner, bitten, dass die Mutter und den Daniel im Auge behält und dass jemand mal die Kinder nochmal anschaut, was da jetzt in den nächsten Tagen passiert. Und mit den neuen Erkenntnissen gehen wir halt nochmal ans Jugendamt. Ja? Ja, bitte. Ich würde aber jetzt trotzdem ganz gerne mal kurz mit Ihrer Mutter sprechen. Ist es okay, wenn ich das alleine mache?
Ja. Ja? Ja, wir bleiben hier. Genau. Mit? Danke. Wird schon. Wird schon alles gut werden. Ich hoffe es. Hallo, Frau Müller. Hallo. Schöne Show gerade. Dürfen wir rein? Ja, gerne. Kommen Sie rein. Danke.